Das hier müsste eine schwarze Puffjacke sein. Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben gerade Samstagmittag. Ich bin gerade erst aufgestanden. Aber ich bin noch richtig fertig. Und es sind Pakete angekommen, auf die wir natürlich schon gewartet haben. Ich muss mal kurz meine Hände eincremen. Ist ja ekelhaft. Habe ich meine Creme hier getan? Eigentlich sollte jede Sache seinen Platz haben. Kennt ihr das, was ich meine? Du kommst jetzt hier rein in den Schrank. Wo war ich stehen geblieben? Richtig. Der Adventskalender ist angekommen. Und den werden wir definitiv heute Nachmittag oder Abend öffnen. Das ein oder andere Weinchen vielleicht auch trinken. Oder den ein oder anderen Hugo. Ich glaube, das wird ganz witzig. Also ich habe jetzt hier schon so ein Band drum. Also erstmal, dass es nicht so scheiße aussieht mit meinem fettigen Ansatz. Und zweitens, weil ich jetzt eh mit euch mein Gesicht waschen möchte, sind nämlich auch zwei Produkte angekommen von der M1 Select Serie. Habe ich euch schon im letzten Vlog gezeigt. Und die werden wir jetzt zusammen testen. Das ist einmal eine, ja, so ein Cleansing Oil und ein Toner. Den macht man dann danach drauf. Ich bin gespannt, das werden wir jetzt erstmal machen. Lately my thoughts got me distant, darker days filling up darker minds. Stuck in this room that keeps spinning, wondering how you been, where you hide. Late night drinking, wishful thinking, what if you were here? Morning waking, heart still aching, something about the way you make me feel. I don't wanna mess up your night, I don't wanna put up a fight, I don't wanna trouble you, babe, but I gotta say, I don't wanna waste no more time trying to shake the feelings inside. Finally got made up my mind, can't go one more day without you. Hearts. Typical me reminiscing, a memory doesn't heal open scars. Late night drinking, wishful thinking, what if you were here? Morning and waking, heart still aching, something about the way you make me feel. Okay Leute, ich bin jetzt ready. Vielleicht noch eine kurze Info zu den Produkten. Ich fand die gut. Ähnlich wie meine Waschlotion, also mein Waschschaum. Ne, wie heißt das? Man fühlt sich auf jeden Fall fresh. Aber ich muss mich auch jedes Mal eincremen. Ne? Also Creme ist ja sowieso ein Muss. Weil ich mag das gar nicht, wenn ich mein Gesicht nicht bewegen kann, wenn das danach irgendwie trocken ist oder so. Jetzt werden wir das erste Paket öffnen, würde ich sagen. Das ist das Shein-Paket. Und Leute, das Wetter ist so scheiße. Ich sehe richtig grau aus. Genauso wie das Wetter. Guck mal, wie grau es ist. Boah. Also da muss auf jeden Fall eine Jacke drin sein. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ach, habe ich voll vergessen. Also, mein Gott.
schreibe alles raus. Also Leute, das hier müsste eine schwarze Puffjacke sein. Okay. Die werden wir jetzt direkt testen, also anziehen. Ich habe nämlich zwar so eine schwarze Jacke, aber die ist eher wie so ein Mantel, also ein bisschen schicker. Und ich wollte nochmal so eine coolere Jacke haben. Ich verstehe, weil ich meine. Ich mag's. Seht ihr die überhaupt richtig? Wartet mal, ich stelle euch einfach mal auf mein Stativ. Ja, ich brauche den anderen Teil davon. Moment. Muss ich nämlich immer abdrehen. Dann kommt ihr hier drauf. Und dann kommt ihr hier wieder drauf. Like this. So. Und jetzt Taschen. Die geht auch unter dem Fischchen fast. Ich finde den Schnitt irgendwie cool, weil dieser Oversize ist. Seht ihr das? Die Ärmel sind hier schön plüschig. Plus XS. Leute, dazu gibt es eine kleine Story, weil, wie ihr wisst, habe ich ja auch so ein Haarteil mit Locken, ne? Und da habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich auch mal wieder glatte, lange Haare haben. Und das war natürlich, bevor ich die hier reinmachen lassen habe. Und habe mir dann so einen glatten Ponytail bestellt. Sag ich jetzt mal, wie der aussieht. Und den Ponytail mit Locken, den finde ich richtig gut, weil den habe ich bestimmt vor 3 Monaten oder so bestellt. Und der sieht immer noch richtig gut aus, ne? Sonst normalerweise bei diesen ganzen Haarteilen, die werden richtig strohig und sehen einfach komplett scheiße aus. Und die Qualität, die fühlen sich richtig komisch an dann. Aber den ich hatte, und der war von... War der von Shein? Nee, gar nicht, der war von Amazon. Okay, ich wollte gerade Shein ein Kompliment geben, aber ich habe mich vertan. Aber ich kann den Link zu meinem Lockenhaarteil ja auch mal unten in die Infobox packen. So, das wäre das Haarteil. Ah, ich dachte schon, warum sieht das so komisch aus? Aber man musste das aufklappen. Dann seht ihr das hier, wenn ihr einen Zopf macht, könnt ihr dann hier diese Klammer reinstecken in euer Haar. Seht ihr das? Das hier ist dann, um das nochmal drum zu wickeln. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade lange Haare. Obwohl, die sind länger als meine, ne? Sollen wir das mal testen? Komm, ich mache mir mal einen Zopf. Leute, ich habe herausgefunden, warum das bei mir jetzt nicht funktioniert. Dadurch, dass ich Extensions habe, ist hier mein Zopf richtig dick, ne? So ein Umfang. Und wenn ihr das drum wickelt, also bei echten Haaren, habt ihr natürlich dünnere Haare. Weil ich habe Extensions plus, hier am Anfang sind ja auch noch meine echten. Das macht das Ganze halt dicker. Und ich komme damit einfach nicht hier rum, um den Klettverschluss. Aber bei euch müsste das eigentlich funktionieren. Und dann habt ihr, seht ihr das? Wenn ihr das dann umwickelt, dann müsst ihr das eigentlich halten. Ah, eine Mütze habe ich bestellt. Weil Leute, mir war letztens so kalt. Ich weiß nicht, wir hatten glaube ich gefühlt minus 5 Grad oder so. Ich mag das gar nicht, wenn meine Ohren dann so kalt sind oder so. Deswegen habe ich mir jetzt mal noch so eine Mütze bestellt. Die muss gewaschen werden. Also, riecht jetzt nicht so schlimm, riecht einfach so ein bisschen neu, ne? Jetzt noch einen Zopf. Ja. Ah, die ist schön. Die ist auf jeden Fall schön dicht, also schön warm. Sieht doch super aus.
oder? Also kann man auf jeden Fall bestellen. Leute, dann brauchte ich unbedingt eine neue Handyhülle. Ich zeige euch jetzt mal, wie meine alte aussieht. Ich hatte nämlich so eine durchsichtige mit Glitzer. Und seht ihr das, wie vergilbt die schon einfach ist? Sieht einfach richtig ekelhaft aus. Die werden wir jetzt mal entfernen. So sieht meine Handy eigentlich aus. Muss ich das jetzt aufschneiden? Muss ich das jetzt tatsächlich aufschneiden? Nein! Muss ich nicht. Sexy, sexy. Leute, die sieht doch definitiv besser aus als meine Eltern, oder? Da war noch Papier drin. Fühlt sich auf jeden Fall auch fest an. So, dann habe ich jetzt noch zwei Teile. Oh, die sehen lang aus. Ich habe mir nämlich noch Nägel bestellt. Ich habe ja vor kurzem diese Klebenägel probiert. Probiert, als hätte ich die gegessen. Ausprobiert. Die waren allerdings von Primark und ich fand die richtig gut. Also die haben richtig lange gehalten, bestimmt einen Monat. Und ich musste die selber abschneiden plus abfeilen. Das war dann schon so eine kleine Tortur. Aber wenn die einen Monat halten, ganz ehrlich, dann feile ich auch eine Stunde ab. Also die fand ich richtig gut. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, Shein hat auch Nägel. Und gucke ich mir das Ganze doch mal an. Und da waren auch tatsächlich sehr schöne und die kosten da auch nur 2, 3, 5 Euro vielleicht. Und da habe ich jetzt zwei Varianten mal bestellt. Einmal so natürlich mit schwarzen French. Das spiegelt, ne? Wegen dem Fenster. Alter, der tritt mich jetzt auf. Überall spiegelt's. Ich hoffe, ihr konntet die jetzt erkennen. Ich glaube, das war's. Nichts mehr drin. Ich muss die nochmal anziehen. Ich will die so schön. Kann man machen, ne? Kann man. Leute, der Kalender ist da. Der sieht so schön aus. Ich will den gar nicht auspacken. Und wisst ihr was? Damit sich jetzt hier die ganze Pappe nicht stapelt, werden wir die direkt runterbringen. Oh.
Leute, das Video ist jetzt zu Ende geschnitten. Ich mache jetzt noch das Thumbnail und dann würde ich sagen, kommt das morgen, also am Sonntag, online. Ja, ich wollte sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Natürlich dürft ihr mich auch gerne abonnieren, würde ich mich riesig freuen. Das nächste Video ist auf jeden Fall das Adventskalender-Video, wo ich dann mit euch die Türchen aufmachen werde. Das werde ich jetzt gleich sogar abdrehen. Ich werde mir gleich schön ein Weinchen einschenken und ein Hugochen und die Türchen öffnen. Ich bin richtig gespannt. Also ich kann das auf jeden Fall nur heute machen, weil morgen ist Sonntag und am Montag muss ich ja wieder arbeiten. Das bedeutet, ich kann eigentlich nur heute trinken. Und das Video auf nächste Woche zu verschieben ist, ja, irgendwie blöd. Deswegen machen wir das jetzt gleich. Falls ihr das Video sehen wollt, abonnieren, damit ihr das Video nicht vergisst. Und ja, ich freue mich auf das nächste Video. Bis dann.